Mr. Grab guys, but also the Dame. But I think you missed it, okay. Sebi, schau mal her. Okay. Ich habe damals die Skilehrerausbildung hier gemacht, einen Skiführer, und habe dann im Bundessport am St. Christoph gearbeitet. Und für mich war das so eine neue Welt, die sich für mich da aufgemacht hat, dass ich eigentlich nicht mehr weg bin. Und dann habe ich auch meine Frau da kennengelernt und ich liebe es, hier zu sein. Jetzt kannst du eine Tourismusinfo geben. Der Arlberg-Effekt von der skifahrerischen Seite her ist, dass im Nahbereich sehr schnell und viel verspurt wird. Ja. Das heißt, die Schneedecke wird durchwühlt. Es bilden sich da nicht immer gefährliche Lagen zwischen den Schneeschichten. Und von dem her kann man dann nach Schneefällen sehr gut in sichere Zonen reinfahren, wo in andere Gebiete vielleicht nicht so der Fall ist. Allgemein ist es schon so, dass es immer mehr Menschen gibt, die bereit sind, aufzusteigen, um diesen tollen Schnee zu erwischen, diesen unverspurten Schnee. Das ist so fast wie der heilige Gral für viele Skifahrer, als erstes irgendwo in einen Hang reinzufahren und das große Ziel für viele. Und durch die moderne Ausrüstung, oder wir haben jetzt super Touren-Skischuhe, super leichtere Ski, coole Bindungen, also das ist alles so extrem entwickelt. Ja, die Leute sind sehr motiviert, zum auch Aufwand betreiben, um diesen unverspurten Powder zu bekommen. Du musst immer mehr raus, immer mehr, du kannst nicht nur die Standardsachen fahren, das spielt sie nicht. Und für das wollen die Leute auch keinen Geld zahlen, die wollen schon auch diese Erlebnisse, wo sie den unverspurten Powder fahren können in der unberührten Berglandschaft. Weißt du, dieses so symbolische Bild ist oft im Kopf der Menschen. I'm going back to the same place in spite of it all. It's the best comfort zone in one's mind. I've known it for so long. It's a dark. No friend, no nemesis.
glaube, es ist ganz, ganz wichtig in den Bergen und generell, dass man einander respektiert, dass jeder sich am Berg frei bewegen darf, wie er sich bewegen mag, dass man sich auf Augenhöhe irgendwie entgegentritt und da miteinander eigentlich das, was wir haben, eigentlich ein bisschen bewahren. Und das geht ein bisschen verloren, gerade mit dem ganzen Social Media Zeug und der Zugang, der geschaffen wurde, eigentlich in die Berge zu gehen, sich in den Bergen zu bewegen, Ski zu fahren, zum Klettern und Mountainbiken oder was es auch immer ist. Aber es ist alles ein bisschen schnell. Da ist schon irgendwie cool, wenn man es nachher doch sieht, dass die Leute miteinander am Berg sind. Und das ist für mich was ganz was Wichtiges, dass man miteinander am Berg ist. Say, man. Expert Smetter man. Better. You guys are amazing! Ja, also das mit dem Albergeffekt, dass die Hänge dann sicherer werden, muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Klar ist es so, dass wenn ein Hang immer wieder befahren wird, dann wird die Schneedecke, die Spannung immer wieder durchkreuzt. Aber man soll sich dann nie täuschen lassen. Also es ist jetzt schon, ein Hang kann genauso eine Lawine auslösen, wenn schon ein paar Spuren drinnen sind. Es ist nur die Tendenz dazu, dass es weniger riskant ist von der Lawinensituation her. Man darf es aber jetzt nicht falsch verstehen und denken, dass wenn man jetzt Spuren sieht, dass es dann ungefährlich ist. Das Risiko bleibt immer bestehen, es wird nur minimiert. Skirt!
Skr, skr. Skr. Tja. Jerry's following Sebi's tracks and no idea where they... Man, that would have been a crazy shot.